Und allein in Wien werden da 544 Millionen Euro ausgegeben für 180.646 Mindestsicherungsbezieher nur in Wien. Nur in Wien. Das zeigt, was da für eine Fehlentwicklung stattgefunden hat. Man kann auch von einem sozialen Missbrauchssystem reden, wo ich klar und deutlich sage, Zuzug in unser Sozialsystem, das ist abzustellen. Und genau dort erleben wir aber, dass das völlige Urstände feiert, wenn man dann die Beispiele sieht, dass eine EU-Ausländerin Sozialgeld für sich und ihre 11 Kinder in Höhe von 5.200 Euro netto offenbar erhält. Und da muss man dann schon klar und deutlich einmal sichtbar machen, dass österreichische Pensionisten, nämlich der österreichische Durchschnittspensionist, der 40 bis 45 Jahre gearbeitet hat, ja, geschuftet hat, in das Sozialsystem eingezahlt hat, dass die Durchschnittspensionisten heute in Österreich 940 Euro Pension monatlich beziehen. Das führt natürlich zu Recht zur Verärgerung und da braucht es dringend eine Totalreform in dieser Richtung und da muss man hingehen, natürlich in Richtung auch von Leistungskürzungen und auch von Sachleistungen das Ganze, in Richtung Sachleistungen das Ganze umzustehen und auch den Familiennachzug auch einmal kritisch zu hinterfragen. Das kann also nicht in der Form, so wie das aufgezeigt wurde, weitergehen.